Wir kommen nun zu unserer zweiten Frage. Wie findet man Webseiten, die die Wörter Kurt und Melon enthalten? Dazu schauen wir uns den Begriff Vorkommenslisten an. Und das Vorkommen von Worten in Texten. Also hier oben ist ein einfacher Text. Adrian und Kurt unterrichten gemeinsam. Und was wir jetzt machen könnten, ist, wir sortieren die vorkommenden Worte alphabetisch. Und dann erhalten wir das erste Wort, das hier vorkommt, ist Adrian. Das zweite Wort, das im Alphabet ist gemeinsam, dann kommt Kurt, dann kommt und dann kommt unterrichten. Nun kann man zum Beispiel für jedes Wort leicht feststellen, wie oft es vorkommt im Text. Ja, also dass Adrian nur einmal vorkommt und das Wort und zweimal vorkommt. Wir bauen jetzt diese Idee ein bisschen aus. Nehmen wir an, wir hätten mehrere Texte. Der Text 1 heißt Adrian und Kurt unterrichten und arbeiten gemeinsam an einem Buch. Der Text 2 heißt Adrian forscht. Was wir jetzt machen ist, für jedes Wort in dem ersten Text erzeugen wir ein Paar, bestehend aus dem Wort und der Zahl 1. Also das Paar Adrian und 1 und 1, Kurt und 1, unterrichten 1. Und 1. Das gleiche tun wir für den zweiten Text. Also für den zweiten Text erzeugen wir das Paar Adrian 2 und forscht 2. Und für den ersten Text hätten wir zum Beispiel auch erzeugt Kurt 1. Jetzt sortieren wir diese Paare. Wie sortieren wir Paare? Zunächst mal nach dem ersten Element. Und dann nach dem zweiten. Also, wir hätten das erste Element, das wäre Adrian 1. Das steht vor Adrian 2. Dann kommt Forscht 2. Dann kommt Kurt 1 und so weiter. Und jetzt können wir also ablesen, dass das Wort Adrian, alle Paare, wo Adrian drin vorkommt, die stehen ja jetzt nebeneinander, dass Adrian vorkommt in dem Text 1 und in dem Text 2. Und dass Kurt nur in dem Text 1 vorkommt. Wir haben das jetzt mit zwei Texten gemacht. Wir können das mit beliebig vielen Texten machen. Und hätten dann alle Texte gefunden, in denen das Wort Adrian vorkommt, alle Texte gefunden, in denen das Wort forscht vorkommt, alle Worte, Texte gefunden, in denen das Wort unterrichtet vorkommt. Ja? Also wir wüssten bei jedem Wort, in welchen Texten es vorkommt. Ja? Also was wir jetzt haben, ist diese Vorkommensliste. Da steht ein Wort. Und dann Nummern der Texte, in denen das Wort vorkommt. Jetzt werden wir als nächstes sehen, wie wir das ausnutzen können, um unsere erste Frage zu beantworten. Dazu müssen wir einen kleinen Vorgriff machen auf das zweite. Wie findet man wichtige Seiten? Und dazu müssen wir reden über die Ordnung von Webseiten nach Relevanz. Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Es gibt ein paar Milliarden Webseiten. Ja, also im September 2011 hat das Web ungefähr 12 Milliarden Webseiten enthalten. Ja, also Billion ist 10 hoch 9, 12 Milliarden Webseiten. Inzwischen sind es viel mehr. Und wir nehmen jetzt an, wir könnten diese Webseiten durchnummerieren. Wir geben die Nummer 1 der wichtigsten Webseite, die Nummer 2 der zweitwichtigsten Webseite, die Nummer 3 drittwichtigste Webseite. Also bei Büchern etwa könnte man sagen, das wichtigste Buch, das es überhaupt gibt, ist die Bibel. Das zweitwichtigste Buch ist das Kapital von Marx. Das drittwichtigste Buch ist Goethes Faust. Und irgendwo mit der Nummer 70.000 kommt ein Buch, das ich geschrieben habe über Datenstrukturen und Algorithmen und so weiter. Aber das ist eine verrückte Idee, ja? Dass man sagt, wir nehmen an, wir könnten Bücher
oder Webseiten durchnummerieren, und zwar nach Wichtigkeit. Das ist jetzt noch unabhängig von der Suchanfrage, ja? Sondern was wir sagen ist, die Bibel ist das wichtigste Buch, das zweitwichtigste Buch ist das Kapital und so weiter. Und das Gleiche machen wir, stellen wir uns vor, könnten wir für Webseiten machen. Dann hätten wir wieder, jetzt hätten wir geordnete Vorkommenslisten. Ja? Also für jedes mögliche Suchwort schreibt man auf, in welchen Dokumenten es vorkommt. Ja? Was sind die möglichen Suchworte? Na, sagen wir alle Worte im Duden. Und wir wissen schon, wie wir das machen. Ja? Wir gehen alle Texte durch, alle Webseiten durch. Für eine Webseite erzeugen wir diese Paare aus den Worten. Ja? Erinnern Sie sich, wir haben eine Webseite. Daraus erzeugen wir Paare aus Wort. Und nehmen wir dieses, ist die Webseite N. Und N, ja, das machen wir für jedes Wort. Vorkommt. Und dann sortieren wir alle diese Paare. Und dann haben wir die geordneten Vorkommenslisten. Also etwa, dass das Wort Kurt vorkommt in den Dokumenten 94, 113, 217, 405. Dass das Wort Melon vorkommt in den Dokumenten 20, 113, 405, 602. Dass das Wort Costa vorkommt in den Dokumenten 27, 405 und so weiter. Und das Wichtige ist, kleine Zahlen sind wichtige Dokumente. Und das heißt, die wichtigen Dokumente stehen vorne. Ja? Wie nutzt man das jetzt aus, um eine Suchanfrage zu beantworten? Wir können nun die Frage beantworten, wie man nach eine Anfrage beantwortet, die aus einem einzelnen Suchwort besteht. Ja, also Anfragen mit einem Suchwort. Also nehmen wir mal an, wir suchen nach Melhorn. Dann tun wir Folgendes. Wir finden die Vorkommensliste, die geordnete Vorkommensliste von Melhorn. Dazu machen wir Binärsuche auf der Menge aller, ja, Binärsuche auf der Menge aller Vorkommenslisten. Wir finden die Vorkommensliste von Melhorn, etwa 20, 113, 405, 602. Und was wir machen ist, wir geben die ersten 10 etwa, die ersten 10 Einträge aus. Ja? Wir geben die ersten 10 Einträge aus und erinnern sich, kleine Nummern sind wichtige Dokumente. Ja, also auch, wenn diese Liste sehr, sehr lang ist, wir geben die ersten 10 aus und vielleicht auf Bedarf noch die nächsten 10 und die nächsten 10. Auf diese Art können wir Anfragen nach einem Suchwort beantworten. So, jetzt als nächstes, wie geht es stets mit Anfragen, die aus mehreren Suchworten bestehen? Also, jetzt Anfragen mit mehreren Suchworten. Etwa die Suchworte Kurt und Melhorn. Wir machen wie vorher. Wir senden die Vorkommenslisten von Kurt. Wir finden die Vorkommenslisten von Melhorn. Kurt etwa kommt vor in 94, 113, 217, 405. Melhorn kommt vor in 20, 113, 405, 602. Wir bestimmen die gemeinsamen Einträge und geben sie aus. Also hier die gemeinsamen Einträge wäre 113. Und 405. Wie findet man diese gemeinsamen Einträge schnell? Die findet man durch Mischen. Ja, wie in MergeSort. Ja, nämlich, was wir tun ist, wir vergleichen die beiden ersten Elemente. 20 ist kleiner als 94, also kommt die 20 sicher nicht in der oberen Liste vor und wir können es wegstreichen.
Wir vergleichen wieder die beiden ersten Elemente, also die 94 und die 113. 94 ist kleiner als 113, deswegen kommt die 94 sicher nicht in der zweiten Liste vor. Jetzt beginnen beiden Listen mit 113 und wir können 113 ausgeben und wir streichen es aus beiden Listen. Jetzt vergleichen wir wieder 217 und 405. 217 ist kleiner als 405, also kommt 217 sicher nicht in der zweiten Liste vor. Wir können streichen. Jetzt beginnen beide Listen mit 405. Wir geben die 405 aus, streichen es aus beiden Listen und so weiter. Also die gemeinsamen Einträge finden wir durch Mischen. Und wiederum wichtig ist, kleine Nummern, die finden wir zuerst, die gemeinsamen Einträge mit kleinen, und das sind die wichtigen Dokumente. Und wir müssen ja wiederum nur ein paar ausgeben, also 10 vielleicht. Jetzt fragen wir uns, also jetzt haben wir gesagt, so könnte es gehen, geht das so schnell? Nun fragen wir zunächst im ersten Schritt die Vorkommenslisten finden. Das Oxford English Dictionary hat etwa ein bisschen mehr als eine halbe Million Wörter, also 600.000 Wörter. Binärsuche braucht Log von Anzahl der Wörter, auf denen man sucht. Das ist 20. Also das Suchen der richtigen Vorkommensliste ist kein Problem. Ja? Suchen der Vorkommensliste zu einem Wort durch Binärsuche ist kleiner gleich 20 Schritte. Aber das ist kein Problem. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn man sich eine Google-Ausgabe anschaut, wird einem gesagt, wie viele Dokumente es gibt und wie lange Google gebraucht hat, um diese Dokumente zu finden. Also etwa bei Kurt sagt Google, es würde kennen 240 Millionen Dokumente, die das Wort Kurt enthalten. Und für diese Antwort hat es gebraucht 0,14 Sekunden. Wenn man nach Mehlhorn sucht, kriegt man 1,5 Millionen Dokumente und das geht in 0,14 Sekunden auch. Wenn man nach Kurt Mehlhorn sucht, also nach allen Dokumenten, die Kurt und Mehlhorn enthalten, dann kennt Google ungefähr 600.000 Dokumente. Und Google sagt, es braucht für die Beantwortung dieser Frage 0,33 Sekunden. Das liegt daran, weil hier diese beiden Vorkommenslisten gesucht werden müssen. Ja, also man hat diese zwei Suchen und man muss sie nachher noch mischen. Das Mischen ist potenziell sehr langwierig, weil man ja sehr lange Listen mischen muss. Aber wiederum, man braucht nur die ersten 10 gemeinsamen Einträge. Und wenn es keine gemeinsamen Einträge mit einer hohen Nummer gibt, dann gibt es eh keine relevanten Webseiten zu der Suchfrage. Ja? Also diese V-Listen sind lang, aber man braucht nur die ersten 10 gemeinsamen Einträge. Man findet sie durch Mischen der beiden Listen, wie wir das vorher gesagt haben. Also jetzt ist es glaubhaft, dass das so schnell geht, denn wir haben gesehen, Binärsuche geht rasend schnell, damit haben wir die beiden Listen. Und das Mischen geht auch schnell, das haben wir bei MergeSort gesehen, dass das Mischen sehr, sehr schnell geht. Jetzt die zweite Frage ist, wie viel Speicherplatz braucht man, um sich das alles aufzuschreiben? Sehen wir uns das also jetzt an. Wir haben ungefähr, sagen wir, 10 hoch 6 oder 10 hoch 7 mögliche Suchworte. Jede mit einer Vorkommensliste von etwa 10 hoch 6 bis 10 hoch 9, ja, also 1 Million bis 1 Milliarde. Das heißt, die Gesamtlänge ist nicht mehr als 10 hoch 7 mal 10 hoch 6, das sind 10 hoch 13 Zahlen. Mein Notebook kann ungefähr 4 mal 10 hoch 9 Zahlen speichern auf einer 150 GB Platte. Und das heißt, um das alles zu speichern, braucht man etwa 2500 Rechner oder 2500 Platten, wie sie in meinem Notebook enthalten sind. Das ist kein Problem für eine Firma wie Google. Ja, also der Platz reicht auch. Wir haben also jetzt gesehen, von der Zeit her geht das und vom Speicherplatz her geht das. Und jetzt die nächste Frage wird sein,
Wie ordnet man Weblisten? Wie berechnet man diese? Nee, wie bestimmt man die Relevanz, die Wichtigkeit von Webseiten? Das machen wir in der nächsten Einheit.